Willkommen zurück, liebe imperialen Freunde, zum achten Teil unseres Let's Plays zu Star Wars TIE Fighter. Wir sind hier in der vierten Mission zu Schlacht 2 und ihr seht, der Geheimbund ist nun auch wieder da. Das heißt, wir können dort auch wieder Aufträge erledigen. Aber lasst uns erst einmal den Flugoffizier befragen, was unsere Missionsziele sind. Was ist das Ziel dieser Mission? Capture the leadership of both sides in the Sepan Civil War. They will be vulnerable to capture during a deep space rendezvous near Sepan 8. Their shuttlecraft are to be disabled, then boarded by stormtrooper transports. Welches Schiff werde ich fliegen? You will fly the assault gunboat designated Nu 2 of a 4-craft flight group. For this mission, your craft has been loaded with the standard warhead armament of 16 concussion missiles. You will be teamed with Transport Omega 1. While Assault Gunboat Group Tau is teamed with Transport Omega 2. Get in fast and disable the leader's shuttles. Once disabled, they will be boarded by stormtroopers and the leaders captured. You will protect the boarding operation by destroying any craft which try to interfere. Once the leaders have been captured, you will all hyperspace out to a rendezvous with the Protector. Mit welchen Gegnern muss ich rechnen? The Demox flagship, a modified Nebulon B-2 class frigate called Manus Fair will be nearby. During the battle, it will deploy a full squadron of Z-95 headhunters. The Ripperblus will also have a frigate present, a standard Nebulon B-class called Frigate Shemshire. Several Ripperblus escort shuttles will be on patrol. The enemy will try to prevent the capture, and they may even decide to kill their own rather than let them be taken. Concentrate on any craft which attack either of our stormtrooper transports. Das genügt mir, Sir. So, das heißt, wir werden die Anführer gefangen nehmen. Wie kann ich dem Imperator dienen? Keep an eye out for any large cargo-carrying vessels. Search their cargo holds for any evidence of captured or stolen Imperial equipment. The Emperor is suspicious of how the Demok and Ripperblus are arming themselves. Their industrial capacity is not sufficient to explain the quantity of weapons they've been throwing into battle. They must have another source. Genau, und das wundert uns auch, dass immer wieder imperiale Waffen hier in diesen Konflikten auftauchen. Sei es nun in Rebellenhand oder auch in den Händen dieser beiden Bürgerkriegsparteien. Das genügt mir, Sir. So, dann fliegen wir jetzt mal unseren Einsatz. Ja, wir bleiben bei der vorgeschlagenen Standardbewaffnung und werden die Abfangraketen nutzen. Ja, die Primärziele dieser Mission lauten, die Transporter Omega 1 und 2 müssen ihre Mission abschließen und die Fähren Keaton und Fontel müssen von den vorgenannten Transportern geentert werden. Die Sekundärziele für den Geheimbund lauten, die Frachtfähre Glyph, die modifizierte Korvette Runka und die Frachtfähre Godendag müssen untersucht werden. Dazu kommen noch diverse Bonusziele, die wir uns innerhalb des Einsatzes erarbeiten müssen, aber wir fangen erstmal an und werden die Fähre Keaton deaktivieren. Wichtig ist, ich habe jetzt schon mal die Kanonenladerate hochgesetzt. Und die überschüssige Energie, die wir haben, werden wir jeweils auf die Schilde übertragen. Ihr seht, unsere Flügelmänner haben schon das Feuer auf das Shuttle eröffnet und schießen Raketen ab. Wir machen das nicht, wir warten darauf, das Schiff deaktivieren zu können mit den Ionenkanonen. Omega 1,
preparing to board Shuttle Kanan. Hier ist der D-Mog-Anführer an Bord. Target disabled. Und da wird vermutlich dieser Repoblos-Anführer an Bord sein. Omega 2, preparing to board Shuttle Phantom. Hinter uns ist habe ich gerade die Fähre verpasst. So. Jetzt kümmern wir uns hier um den Z95 Headhunter. Begin boarding operation. Wir werden jetzt mal versuchen, diese Escort-Fähre zu zerstören. Omega 1 has captured the D-Mog leaders. Warcraft, we've captured Earthside's leaders. Let's go. Go ahead, destroy Shuttle Kanan. Target detonation, target destroyed. Mission critical craft under attack. Omega 2 is under attack. Please assist. Target destroyed. Jetzt muss ich aufpassen. Die greifen mich an. Ja. Oh. Er sitzt mir hier im Nacken. Erstmal kümmern wir uns um den. Ich muss jetzt unbedingt auch nochmal dran denken, die übrigen Großkampfschiffe zu identifizieren. Da hat's wohl jemanden aus meiner Staffel erwischt. Warum ist ein Mon Calamari-Kreuz, das ist auch noch aufgetaucht? Ich frag mich, was meine ganzen Staffelkollegen hier die ganze Zeit gemacht haben, dass hier noch so viele Jäger unterwegs sind. Oh, eine Frachtfähre kreuzt auch noch auf. Thank you.
Ich werde mich jetzt erstmal auf den Weg machen. Und diese Großkampfschiffe identifizieren. Und dann muss ich mich unbedingt noch um die Cargofähren und die modifizierte Korvette kümmern. Wenn ich das richtig sehe, müssten die irgendwo, ja, seht ihr das? Die sind so an der Westflanke. Hier müssen wir vorsichtig sein, weil das Großkampfschiff uns angreifen wird. Ihr seht schon, sie eröffnen das Feuer auf uns, aber da kann man geschickt ausweichen. Ja, das war ungeschickt von mir jetzt, indem man einfach sich hin und her bewegt. Irgendwann ist man aus dem Angriffsradius raus. Jetzt holen wir uns das Schiff hier. Da will ich meine Schilde noch ein wenig stärken. Wieder volle Power auf die auf den Antrieb. Ihr seht, es wird wieder das Feuer eröffnet. Das Teil ist jetzt als nächstes dran. Der leichte Calamari-Kreuzer. Falarice. Ich glaube, haben wir den nicht schon vernichtet in der ersten Schlacht? Vielleicht ist das jetzt quasi das Schwesterschiff, das sie nochmal so getauft haben. Wenn wir das erledigt haben, kümmern wir uns um die, wie heißt das so schön, um die Frachtfähren. Excellent work. Secret mission objectives completed. The Emperor will be pleased. Ah, sehr gut. So, jetzt muss ich mal gucken, welches Schiff ist uns am nächsten? Das ist die Glyph. Das passt doch. Wir werden jetzt versuchen, die Frachtfähre zu deaktivieren und uns dann die anderen Schiffe Stück für Stück vorzunehmen.
Schön ist schon mal, dass wir unsere Bonusziele erfüllt haben. Die haben imperiale Güter geladen, so wie es auch der Geheimbund vermutet hat. Die Korvette scheint noch auf uns zu feuern. Wir werden jetzt erstmal versuchen, die andere Frachtfähre anzugreifen. Das heißt, wir müssen hier so eine kleine Kehre fliegen, um nicht unter das Feuer der Korvette zu fallen. Ihr seht, wir müssen erst die Runka passieren, damit wir die Golden Duck von vorne angreifen können. Ich versuche mich mal hier ein wenig zu beeilen. Jetzt könnte ich schon mal ein wenig einschwenken. Ändert ihren Kurs. Sie schießt auf mich. Mist. Ich habe meine Raketen unnötigerweise abgefeuert, weil ich einfach den Feuermodus gewechselt habe. Wieder abwarten. Ich habe die Energie nämlich gerade auf die Schilde übertragen und dachte, ich hätte noch genug Feuerkraft. Ebenfalls imperiale Güter geladen. Gehen wir mal hier volle Pulle auf alles, damit wir uns dann um die Korvette kümmern können. Sie hat sich schon genau richtig hingedreht, die Korvette. Leider ändert sie wieder ihre Position. Jetzt habe ich meine Kanonenenergie komplett runtergeschaltet. Das wollte ich doch gar nicht. Sie feuert mir noch hinterher. Ein bisschen ausweichen. Ja.
diese Korvetten sind unheimlich gefährlich. Ihr seht es ja selber. Was die für eine Salve loslassen kann. Wenn wir sie schon mal auf 0% gebracht haben, deaktiviere ich sie einfach. Autsch. Ich denke, bei diesem Angriff jetzt kann ich schon die Ionenkanone verwenden. Secondary objectives completed. Good work. You have uncovered a shipment of Imperial supplies. This material was either stolen or sold to these smugglers. So, jetzt werden wir alle imperialen Güter hier vernichten, dass sie nicht in falsche Hände fallen. Dieser Kanonenturm, den kann man auch abschießen. Okay, die hauen jetzt mittlerweile auch ab, die anderen Großkampfschiffe. Gut, die machen die Fliege, die jetzt anzugreifen, würde keinen Sinn ergeben. Deswegen verschwinde ich jetzt, weil wir haben ja alle Ziele erfüllt. Ja, und 42.000 Punkte, damit kann man doch sehr zufrieden sein. Was haben wir erreicht? Our special operation was a success, with minimal casualties.
As it turns out, the individuals we captured are not the Demok and Ripperbliss leaders, but the children of both sides' leaders. Apparently, they were to be used as hostages in a cynical attempt by each side to assure the other's adherence to a new treaty. This treaty calls for an immediate suspension of hostilities between them. Furthermore, they intended to join forces against us. We had hoped to persuade them to negotiate a peace settlement under Imperial auspices. This would have been preferable to the Imperial Navy imposing a settlement. Now it seems we have no choice. Sector HQ will not be happy about this. We're going to need substantial reinforcements to pacify the Sepan system. Das ist schlecht. Jetzt wenden die beiden Kriegsparteien sich gegen uns, was eigentlich nur ein sehr großer Fehler sein kann, und zwar für die Lasertreffer 68%, Ionentreffer 74% und Raketen 81%. Ja, das ist ganz in Ordnung. Wir haben alle Primär-, Sekundär- und Bonusziele erfüllt. Insgesamt 19 Schiffe vernichtet. Besonders gut ist oder schön ist, dass wir die modifizierte Korvette erwischt haben und haben leider 5 Kanonenboote verloren. Das ist ärgerlich. Sprechen wir mal mit dem Geheimbund. Was habe ich erreicht? You have uncovered further evidence that someone within the Imperial Navy is selling arms to the Demok and Ripperbliss. We must discover who this traitor is. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Es tauchen überall ständig imperiale Waffen oder imperiales Kriegsgerät auf, sei es bei den Rebellen als auch hier in diesem Konflikt. Das ist schon ein wenig besorgniserregend. Das genügt mir, Sir. Ja, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Einsatz. So, hören wir uns mal an, was der Flugoffizier zu sagen hat. Was ist das Ziel dieser Mission, Sir? Your objective is to ensure that Admiral Harkov's flagship, the Victory-class Star Destroyer Protector, receives new TIE Advanced to replace the TIE fighters and interceptors we've lost during this operation. The escort carrier Tropsabor is to rendezvous with us shortly. Oh, wir kriegen neue TIE-Jäger, und zwar MK2. Das ist eine Weiterentwicklung. Welches Schiff werde ich fliegen? You will fly a TIE fighter designated Alpha 2. You will conduct defense of the rendezvous area where the Protector is scheduled to meet escort carrier Tropsabor. Any hostile craft which enter the area are to be immediately attacked and destroyed. Nicht im Ernst, wir fliegen einen TIE-Jäger? Mit welchen Gegnern muss ich rechnen? Both sides of the Sepan Civil War have now determined that the Empire is their common enemy. Accordingly, they have decided to put aside their differences and join together to drive us out. There is, of course, no possibility of their succeeding. Unfortunately, they do have an opportunity to do considerable harm while this rendezvous takes place. Our probes have intercepted a frenzy of communications traffic that indicate they are preparing a major operation. Großartig, das heißt, wir kämpfen jetzt gegen beide Bürgerkriegsparteien, wie schon angekündigt. Was können wir für den Geheimbund erledigen? Wie kann ich dem Imperator dienen? Do as your commander orders, and as always, keep an eye out for anything unusual. We believe there may be another ship coming to this rendezvous. If so, we want you to inspect it, if you can. Okay, das werden wir schaffen. Das genügt mir, Sir. So, dann stürzen wir uns jetzt mal in die Schlacht. So, wir fliegen wieder so einen gurkigen TIE-Jäger ohne Schilde, was super klasse ist, aber das soll uns kein Nachteil sein, denn wir werden das schon irgendwie so hinkriegen. Primäre Missionsziele sind 75% aller TIE-Jäger MK2 müssen ihre Mission abschließen, der Eskortenträger Tropsobor muss seine Mission abschließen und für den Geheimbund müssen wir als Sekundärziel die Fähre Omlaut untersuchen. Ja, ansonsten
Die Bonusziele werden wir innerhalb des Einsatzes versuchen zu erfüllen und erst einmal herausfinden, um welche es sich überhaupt handelt. Da ist der Eskortenträger, der die MK2 bringt. Da sind die neuen TIE-Jäger, die sehen richtig gut aus. TIE Fighter Alpha, escort TIE Advanced AA to Protector's Hangar. Oh, da kommt der Fight mit einer modifizierten Korvette. Oh, und er bringt sogar einen Kreuzer in die Schlacht. Speichern wir mal alle Ziele ein. Den werden wir uns hier kümmern, weil er auch uns angreift und auch Raketen hat, was sehr bedenklich ist. Ohne Schilde verkraften wir keinen Raketentreffer. Er schaltet auch uns auf, wie ihr sehen könnt. Wir hängen uns hinten an ihn ran. Und schalten ihn aus. Oh, zwei Y-Wings, um die müssen wir uns auch kümmern. Den Weg zur Tropsovor machen. Die wird nämlich angegriffen von den Y-Wings. Wir müssen jetzt anfangen, unsere Kanonen ein wenig zu laden. Thank you.
sehe, der greift immer noch an. Schade, ich dachte, ich könnte den Torpedo abfangen. So, das ist der Kreuzer. Dann habe ich mich gerade verguckt. Ich dachte, das wäre der Y-Wing. Der Y-Wing ist hier. Okay, weitere Y-Wings. Prozent, das sieht noch gut aus. Demo Cruiser is at zero shield strength. Finish it off. Mission critical craft under attack. Da muss man aufpassen, dass die uns hier nicht rammen. Schießen auch schon wieder Raketen ab. Oder Torpedos, muss man sagen. Korrekterweise. Was ist mit den anderen? Oh. Jetzt will ich mich mal schnell dahin begeben. Um den Kreuzer entsprechend vielleicht noch mit abzuschießen. Zum Glück ist der Kreuzer anscheinend mit den Teilbombern beschäftigt und ignoriert mich als mögliches Ziel.
Noch schaltet er auch noch nicht auf uns auf. Vielleicht haben wir den Kill bekommen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Okay, die greifen jetzt die Korvette an. Oh, eine Frachtfähre erscheint. Sehr, sehr interessant. Okay, die greifen. Die Long Tan an. Schnell abdrehen. Die scheinen wirklich tatsächlich voll auf die Teilbomber konzentriert zu sein. Target destroyed. The protector is under attack. All forces respond. Target destroyed. Oh, die Shemsha ist jetzt auch schon im Einsatzgebiet. Krass. Das habe ich so gar nicht mitgekriegt auf Anhieb. Transmission received, Alpha 2. Using your target for attack. Target destroyed. Die können die Cargofähren angreifen. This is Gamma 2. Target destroyed. Schneller aufschließen hier. Excellent work, Alpha 2. Primary mission objectives completed. Good work, Alpha 2. Then you find us in safety. Return now and refresh your advanced skills in simulator. Oh, da ist die Fähre, die der Geheimbund will. Toll, unsere Teiljäger wurden. Ja, das ist nicht so einfach. Die haben es nicht mal geschafft, die Eskortenfähre platt zu machen. Target destroyed. This is Delta 2. Target destroyed.
geschafft, alle TIE Advanced Jäger durchzubringen. This is Delta 2, target destroyed. Ich bin mal gespannt, wer hier an Bord dieses Shuttles ist, dass das den Geheimbund so interessiert. This is Delta 1, target destroyed. Alpha 2, oh, ein Rebellenanführer. Excellent work, Alpha 2. Secondary mission objectives completed. Your curiosity is going to cause you serious trouble someday. Return to the Protector's hangar now, Alpha 2. Oh, wir haben schon 100% aller Dimok-Schiffe vernichtet. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich nur noch die Shemshar angreifen und vernichten. Dann müsste unser Ziel eigentlich so weit erfüllt sein, dass wir alle Bonusziele erledigt haben. Ich bin mal gespannt, wie Harkov das erklärt, dass in dem Shuttle ein Rebellenanführer war. Ich habe da immer so kein gutes Gefühl, so ein Großkampfschiff zu attackieren. Wir profitieren jetzt davon, dass die anscheinend sich auf die anderen Schiffe konzentrieren. Das kann sich aber mal ganz schnell ändern. Witzige Hände hier, so spannend ist das. Nur noch ein bisschen, los, nur noch ein bisschen. Okay.
Das schaffen sollten, ey, das wäre so klasse. Folgt noch ihren Weg unten. Oh. Versuche es ja. Sie hat uns jetzt genau das Heck zugedreht. Das könnte ein Vorteil sein. Wieder Abstand gewinnen. Ich finde es gut, dass sie sich anscheinend tatsächlich nur auf die anderen Staffeln konzentriert. Weil sie wahrscheinlich nicht denkt, dass ein TIE-Jäger ein großes Problem ist im Vergleich zu den Abfangjägern und Bombern. Okay, sie ist runter auf 50%. Jetzt dürfen wir nicht nur irgendeinen Querschläger abkriegen. Das wäre ärgerlich. Jetzt wieder ausreichend Abstand haben. Wie gesagt, mir ist das tatsächlich zu heikel. Whoa. 20% knapp. Es darf nur nichts mehr schief gehen. ...1,5 Klicks, das ist in Ordnung. Ein
Jetzt wird mir das hier wieder ein wenig zu heiß. So, sehr gut. Jetzt können wir zurück zur Protector und wir haben alle unsere Ziele erreicht. The civil war that has ravaged your planets is over. It is time to lay down your arms. Join us to rebuild all that was destroyed in this savage conflict. Even now, the process of repairing your planets has begun. So, und wir haben insgesamt 38.000 Punkte gemacht und sind sogar zum General befördert worden. Wie cool. Und haben einen schönen Orden bekommen. Was haben wir erreicht? You fulfilled your duties as required. The TIE Advanced will be entered into service immediately. It would appear that the attack was a desperate last-ditch attempt to thwart Imperial ambitions in this sector. We expect this sector to be much more cooperative from now on. Since the TIE Advanced is ready for frontline service, it would be wise of you to brush up on your skills for this craft in the combat chamber. Und wie sehr ich mich schon darauf freue, diesen neuen TIE-Typen zu fliegen. Ja, wir haben 80% Lasertreffergenauigkeit, was sehr gut ist. Wir haben alle Primärziele erfüllt, alle Sekundärziele und auch alle Bonusziele. Seht ihr, 6 von 6. Warum dann nicht steht alle Bonusziele? Ich habe keine Ahnung. Wir haben insgesamt vernichtet 13 Schiffe und insgesamt wurden 53 vernichtet. Und zwar wir selbst haben 6 Y-Wings und 4 Z-95 vernichtet. Eine modifizierte Korvette, eine modifizierte Fregatte und sogar den Calamari-Kreuzer. Das lief ja wunderbar. Und haben insgesamt 4 Schiffe verloren. Naja, es ist verkraftbar. Mit Geheimbund reden. Mal gucken, was der Geheimbund sagt zu unserem Fund des Rebellenanführers. Was haben wir erreicht? The evidence you have gathered for us has been incredibly important. Shuttle Omlaut's passenger was a member of the Rebel Alliance. The individual was taken directly to Admiral Harkov, and they have been alone ever since. This is very alarming in light of our investigation into the chronic shortages of equipment reported by Harkov. It seems clear he is selling Imperial weapons and supplies to whoever has the credits, even the rebel traitors. Das ist wirklich sehr besorgniserregend. Da müssen wir tatsächlich was unternehmen. Das genügt mir, Sir. Dann gehen wir jetzt mal zur Haupthalle.
Ja, und jetzt schauen wir uns mal unseren schönen neuen Orden an. Das ist ja der von der ersten Schlacht, den haben wir uns ja noch gar nicht in dem Etui so richtig hier angeguckt. Und das ist der für die zweite Schlacht, das ist der Orden der Einheit. Und ihr seht, er hat zum Glück die Bonusziele alle als erfüllt gewertet. Also wir haben 5 Missionen jeweils die Bonusziele erfüllt und nur 4-mal die Sekundärziele, weil eine Mission halt kein Sekundärziel hatte. Ja, wir haben jetzt den neuen TIE MK2 in den Reihen des Galaktischen Imperiums und der Imperialen Marine. Da werden wir uns zu gegebener Zeit nochmal um einen Trainingsparcours kümmern. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt Folgendes machen. Wir werden die Folge jetzt erstmal beenden, weil wir jetzt, denke ich, genug aufgenommen haben. Und als nächstes werde ich mal einen kleinen Exkurs machen, und zwar in den Gefechtssimulator, weil ich es vorhabe, quasi nach jeder absolvierten Schlacht ein Schiff im Gefechtssimulator durchzuspielen. Ihr könnt ja dann diese Episode überspringen, wenn ihr nicht so auf Gefechtssimulator-Training steht, sondern mehr so die Schlachten sehen wollt. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr Fragen, Anregungen, Kommentare, meldet euch gerne. Ich würde mich freuen, mit euch ein bisschen drüber zu diskutieren. Und ansonsten sehen wir uns gleich zum nächsten Teil. Macht's gut, tschüss!